Posto, grazie. Ottimo. Sie ist die älteste Armee der Welt, die Schweizer Garde. Ich kriege einen Einblick ins Leben von jungen Gardisten hier im Vatikan. Es ist so wie eine kleine eigene Blase, eine kleine Welt, wo du drin bist. Für sie gibt es eine Mission, den Schutz vom Papst. Passende Leute zu finden für den außergewöhnlichen Dienst ist immer schwieriger. Das ist, glaube ich, genau das, was mich wahnsinnig machen würde, all die Regeln, weißt du? Mit denen musst du leben. Nicht alle können das. Rund 70% von allen Gardisten gehen nach den ersten 2 Jahren im Dienst wieder heim. Ich bewundere die Leute, die hier eine Familie haben und 25 Jahre bleiben. Ich könnte es nicht. Ich treffe Gardisten, die sich hier niederlassen und finde heraus, was sie hier hebt in dieser spannenden, aber nicht ganz einfachen Arbeitswelt. Kommt dazu, dass die römisch-katholische Kirche stark in der Kritik steht. Meiner Meinung nach, man darf die Institution nicht vertauschen mit dem Glauben. Die Institution kann Fehler machen. Wieso dient man heutzutage noch in der Schweizer Garde? Buongiorno aus dem kleinsten Staat der Welt. Ich bin hier im Vatikan gelandet. Ich bin auch schon da als Tourist und habe schon damals gedacht, spannend. Und vor allem spannend finde ich zum Beispiel die Schweizer Garde. Und ja, die ganze Anlage. Wieso entscheiden sich junge Männer aus der Schweiz, um hier herzukommen und den Papst zu beschützen? Und vor allem auch, wieso entscheiden sie sich dann auch, um über Jahre lang hier zu bleiben, sich hier Familien aufzubauen und. Über genau das geht es in diesem Rack. Ich bin jetzt sehr gespannt, um hier hinter den Kulissen zu schauen. Gerade einfach war es nicht, um alle Drehbewilligungen kriegen für die Reportage. Der Vatikan achtet genau, wer hier wann ein- und ausgeht. In der Kaserne der Schweizer Garde empfängt mich Mediensprecher Elia. Du bist ein bisschen mein Aufpasser. Nein, ich bin besser als deine Begleiter. Und ich kann alle Fragen stellen, die ich will. Wie du willst. Also sagen wir so, immer kannst du immer probieren, aber ab und zu das Ganze sein, dass wir keine Antworten auch. Das kann einfach sein, wie immer. Ja. Gut. Der grosse Teil der Gardisten wohnt in der Kaserne gerade neben Petersdom. Als Hellebardier hast du eine Hellebard. Und das ist alle personell Hellebard hier. Das sind eher symbolische Waffen. Gardisten sind auch mit modernsten Pistolen und Gewehren ausgerüstet. Seit 5 Jahren lebt er hier. Er teilt sich das Zimmer mit dem Mioville. Im gleichen Jahr sind sie damals auf Rom gekommen. Hoi, ciao. Er tritt jetzt den Dienst an. Seine blau-gelbe Uniform, die für die Schweizer Garde weltweit bekannt ist, lässt er heute hängen. Gardist sein heisst eben mehr als nur wachstehende Eingänge. Die Uniform ist ein normaler Anzug. Oder fast normal. Ja, das ist so eine Dings, die einfach. Damit nicht stranguliert wirst. Alles ist komplett ausgerichtet, um den Job zu erledigen. Der Schutz vom Papst. Der Mioville übernimmt die Patrouille. Das heisst, er muss alle Posten ablaufen, die die Garde bewacht, und zum Rechten schauen. Die Schweizer Garde ist dafür zuständig, um den Papst jederzeit zu bewachen. Sage das direkt neben ihm, wenn er unter Leuten ist, auf Dienstreise oder vor seiner Wohnung, wenn er daheim ist. Sie alle sind ausgebildete Bodyguards und immer gefasst auf den Ernstfall. Also das Vorteil, das ich habe, ist ja, da passiert doch nie etwas. So darfst du nicht denken. Wenn du so denkst, dann passiert es dann genau. Und du musst einfach dir bewusst sein. Ja. Du darfst jetzt auch nicht übertaktisch reagieren auf alles. Und du musst halt schon das locker und natürlich angehen, aber immer schnell reagieren können, wenn etwas kommt. Ja. Angst hat er aber nicht. Du hast fatto la patrulla, giusto? Okay. Auch wenn immer wieder Leute vor der Pforte stehen, die dringend mit dem Papst reden müssen, weil sie sich als Jesus sehen, zum Beispiel. Zum Teil haben sie dann auch ein Messer in der Hand, erzählen mir die Gardisten. Ernstere, grössere Vorfälle sagen selten. Das Schaffen manchmal kann bei uns schon ein bisschen langsam und lang sein und nicht so spannend, wie halt vielleicht mal vergleichsweise mit meinen Ex-Kollegen, die jetzt zum Beispiel in Zürich Zentrum Polizist sind, in diesen verschiedenen Kreisen. Und die erleben Alltag, Sachen, man sagen, wow, Action. Das ist bei uns nicht immer so. Aber andererseits muss ich sagen,
hier in diesem Umfeld, und ich spreche nicht nur vom Vatikan, sondern auch Rom, das Südländische, das Mediterrane, das wir hier haben, gefällt mir eben schon. Und dann ist halt, ich nehme für mich überall die besten Sachen raus und ich geniesse das und blende ein bisschen die strengen logischerweise Sachen aus, wie wenn du eben das Nachtschichten musst machen, dass am Wochenende nicht immer frei bist, dass du gewisse Regeln hast. Wenn du mit dem irgendwie so ein bisschen den Frieden kannst finden und dich kannst eingliedern, dann fährst du eine gute Schiene. Puh, langsam merkt man die römische Hitze. Ja, 36 Grad. 36 Grad. Die Schweizer Garde kontrolliert ganz genau, wer im Vatikan ein- und ausgeht. Die Arbeit hier, also stundenlang ohne Bewegung wach stehen, scheint mir, ist eher für die Show, für die Außenwirkung. Aber auch das ist Schweizer Garde. Dazu gehört auch, die richtigen Leute auf die richtige Art zu grüssen. Bene qua, tutto tranquillo. Wenn ein Präsident kommt, wenn ein Kardinal kommt, wenn ein Bischof oder ein Priester, das sind alles je nachdem verschiedene. Jeder hat etwas anderes. Ja. Und dementsprechend musst du das quasi lernen, um nicht nachher einer falschen Person ein schlechtes oder ein gutes vorstellen. Merken die Personen das? Die würden das wahrscheinlich nicht unbedingt merken. Aber es ist trotzdem, wenn wir es schon machen, machen wir es richtig. Typischerweise ist Wachstehen etwas, was die Gardisten vor allem am Anfang oft machen. Je länger sie dabei sind, desto öfter übernehmen sie auch andere Funktionen. Viele kommen hier an mit Anfang 20. Wenn ich so die Jungen sehe, denke ich mir so, wow, das kann es aber nicht sein, dass wenn sie mit 22 gekommen sind, ich bin eben auch gleich alt wie die, dann denke ich so, die und ich, und denke mir so, hat aber nicht so ausgesehen, so wie ein Milchbubi-mässig, ja. Aber ja. Wahrscheinlich schon, gell? Wahrscheinlich schon, ja. Hast du deine paar grauen Hörli in der Schweizer Garde gekriegt? Ja, die sind definitiv in den Garten gekommen. Und hoffen wir, es bleibt mal so, aber ich glaube nicht. Der Mioville nimmt seinen Job sehr ernst. Auch wenn heute ein ruhiger Tag ist, kann es schon mal streng werden. Wegen der Schichtarbeit, wegen der Dienstreise. Weil, wenn der Papst das woane geht, gehen seine Bodyguards mit. Sehr imposant. Grazie mille. Und auch die vielen Leute hier in Rom zu handeln, sei eine Challenge. Jedes Jahr besuchen 20 Millionen Leute den Vatikan. Nächstes Jahr ist das Heilige Jahr, wo rund 40 Millionen Gläubige zusätzlich auf Rom pilgern, um sich das alles hier anzuschauen. Weißt du, du bist hier zwischen so vielen Leuten jeden Tag. Du hast eigentlich nie einen Moment der Ruhe, wirklich, auch weil du natürlich mit den anderen Soldaten und Gardisten bist. Und trotzdem weit weg von daheim. Also gibt es eigentlich einen Moment, wo du einmal einsam bist? Einsam? Bis zu einem gewissen Grad. Ja, weil eben die besten Kollegen und das Ganze, es ist halt alles in der Schweiz oben geblieben. Ja. Aber allein bist du halt gleich nicht. Du kannst dich immer mit irgendetwas ablenken. Ja. Und dann, ja, ich kann es aber nie 100% ersetzen. Erst vielmal. Um noch auf dem Laufenden zu bleiben, hat Mioville jeden Tag telefonischen Kontakt mit Freunden und Familie in der Schweiz. Hier im Vatikan werden die anderen Gardisten zur Familie. Irgendwie. Und auch zu Mitbewohnern. Zurück in der Kaserne, im Zimmer von Elia und Mioville. Einer wohnt unten und der andere oben. Privatsphäre in der Schweizer Garde? Schwierig. Ist schwieriger. Du musst es gut haben mit deinem Zimmerkumpane. Klar, da gehörst du, aber bist trotzdem für dich alleine. Also allein. Und wenn er schafft, bin ich frei oder umgekehrt. Von dem her hast du das Zimmer trotzdem. Ab und zu für dich? Ab und zu für dich allein. Ja. Und das geht gut. Man macht es sich so gemütlich, wie es geht. Putzen müssen die Gardisten übrigens selber, genauso wie ihre Wäsche machen. Da fühle ich mich. Daheim ist zu viel. Daheim wäre schon zu viel gesagt. Aber ich habe mich gut angewöhnt auf das Ganze. Ich habe mich mit der Mentalität, auch wenn es manchmal schon mühsam sind, nicht so strukturiert wie bei uns in der Schweiz, kann ich mich damit abfinden. Ich finde das Klima,
20 Mal besser als bei uns in der Schweiz. Und auch wenn es heiß ist und das Ganze. Aber ja, da hinten die Bilder, das ist auch so ein bisschen typisch die Korkwand bei uns in der Garde. Ja. Abgesehen vom 90er Militärbett, die Korkwand. Sieht sehr gemütlich aus. Ja, das ist mein Bett von den letzten 5 Jahren. Aber wie gesagt, es gibt absolut Schlimmes. So ein bisschen alle Momente, wenn damals, da sind wir mit Kollegen in Bologna oder Ausgänge zusammen. Frauenbesuch ist hier natürlich nicht erlaubt. Seine Verlobte, die draussen in der Stadt wohnt, sieht er nur, wenn er keinen Dienst hat. Und bei ihr übernachten geht, aber nur, wenn es den Strafedienstplan zulässt. Pro Stock hat es eine gemeinsame Dusche WC. Kost und Logis inklusive als Gardist. Dafür ist der Lohn aber mit 1'500 Euro im Monat eher bescheiden aus Schweizer Sicht. Ja, das sind Duschen, ich glaube, keine die. Aber ist schon nicht gerade Lebensstandard? Lebensstandard ist schon ganz anders, als wir in der Schweiz gewohnt sind. Neben der Privatsphäre sind auch einige Freiheiten eingeschränkt. Zum Beispiel müssen alle Gardisten immer glatt rasiert sein. Das gehöre so zur Uniform. All die Regeln, von der Ausgangszeiten bis zum Dresscode, hinterfragt der Mio will nicht. Jede Regel gäbe es aus gutem Grund, meint er. Also das Leben hier in der Kaserne hat so ein bisschen Klassenlager-Vibes. Und gleichzeitig, Klassenlager ist ja meistens lustige Woche, noch ist gut. Also ich weiß nicht, ob ich könnte, meinen Lebensstandard auf... Also nein, ich weiß, dass ich es nicht könnte. Ich finde schon noch beeindruckend, dass sie das einfach so hinnehmen und so machen. Aber man muss auch sagen, sie haben eine neue Kaserne geplant. Und dort soll das dann ein bisschen besser werden. Die 50 Millionen Kaserne hat auch schon in der Schweiz für Schlagzeilen gesorgt, wo es um die Finanzierung gegangen ist. Das Geld dafür kommt nicht etwa vom Vatikan, sondern von einer Stiftung aus der Schweiz, die Gelder von privaten Spenden, aber auch von der öffentlichen Hand gekriegt hat, also von Bund und Kantonen. Aber nach Diskussionen haben nicht alle Kantone etwas beitragen. Ausgerechnet im katholischen Luzern ist das Referendum ergriffen worden. Das Geld ist trotzdem fast schon zusammengekommen, um das aktuelle Gebäude aus dem 19. Jahrhundert zu ersetzen. Die Einweihung ist um das Jahr 2030 geplant. Nicht überall darf ich filmen mit dem Mio Will, aus Sicherheitsgründen. Zum Beispiel in der Einsatzzentrale. Der Mediensprecher Elia zeigt mir einen anderen Ort. Da ist es extrem heiß. Viel Wasser müssen wir dort trinken. Eine Klimaanlage hat sie in diesen sehr alten Gebäuden nicht. Apropos Klima. Wie würdest du sagen, ist das Arbeitsklima in der Schweizer Garde? Es ist ein schöner Gemisch zwischen Militär und Familie. Wir haben viele Regeln. Wir machen Sicherheit, darum haben wir viele Regeln. Ich finde interessant, wenn du bewegst in der Palast und siehst du die anderen Kollegen und so weiter. Es ist nicht, wir sind nicht da und sagen «Guten Morgen, Herr Kaporal, wie geht es?» Ja. «Wir sind, ciao, wie geht es? Alles gut?» Es ist sehr, sehr familiär. Dass sie für die Sicherheit da sind, oft bewaffnet und als Bodyguard mir wahrscheinlich 0,2 Sekunden am Boden hätten, das schwirrt immer mit. In den Minuten müssen sie bereitstehen, falls es ein Alarm losgeht. Zu genauen Sicherheitsprotokoll sagt Garden aber nichts. Mit ihrer 500-jährigen Geschichte ist die Schweizer Garde sehr traditionsreich. Der Alltag entspricht aber nicht allen. Der Gianluca zum Beispiel. Er hat zwar die 26 Monate Dienst, die bei der Schweizer Garde Pflicht sind, gemacht, aber viel länger will er nicht mehr bleiben. Dass die Warnung ist, dass es einigermassen schön aussieht, oder? Für mich ist es keine Option, 7 Jahre dort zu bleiben. Wieso nicht? Es ist schön und gut, gell? Aber ja. Die Schweiz ist die Schweiz, nicht? Und ich bewundere die Leute, die hier eine Familie haben können und 25 Jahre bleiben. Ich könnte es nicht. Weißt du, es ist ja kein Geheimnis, dass es für die Schweizer Garde nicht immer nur einfach ist, um Leute zu rekrutieren. Ja. Ich meine, es liegt ja auch daran, wie viele halt sofort wieder gehen nach dem Pflichtteil, ja, oder relativ schnell nach dem Pflichtteil.
Was müsste die Schweizer Garde denn machen, um das dir schmackhaft machen, um doch zu bleiben? Ich denke, schmackhaft ist das falsche Problem. Oder? Wir müssen ja keine die Katze im Sack verkaufen. Ja. Oder? Ich denke, es ist halt ein altes Gehen, oder? Mit vielen Lasten. Und man muss halt schauen. Wir müssen moderner werden, oder? Denke ich sicher. Und wir sind auch gut dran. Ja. Ich sehe halt bei weitem nicht oben rein, was die für Probleme haben. Wo das scheitert. Darum kann ich auch nicht sagen, an was es liegt, oder? Ja. Es ist ein bisschen das. Ja. Also weißt du, es ist so. Es ist so ein Kampf zwischen Tradition und Moderne, nehme ich mal an, oder? Für euch? Ich denke schon. Also für mich ist es nicht. Für mich, ich mache einfach, was mir gesagt wird. Ja. Aber ja. Was der Gianluca genau meint, führt er nicht weiter aus. Klar ist, auch die römisch-katholische Kirche hat Lasten. Der Papst als Oberhaupt ist auch wegen dem immer mehr in der Schusslinie. Das weiss auch der Mioville. Also ihr leistet ja den Schwur, um quasi das Leben geben für den Papst? Ja. Ich meine, das ist ja einfach gesagt als dann gemacht. Ja, das ist einfach gesagt. Und weißt du, wann ist es mir so richtig bewusst geworden, was das heisst? Das war bei unserer ersten Reise, wo wir in die Mongolei gegangen sind. Und dann ist vom Büro Personelles ist der Auftrag gekommen, wir noch schnell unser Testament schreiben. Schnell? Schnell. Einfach so, falls etwas wäre, damit man ein bisschen weiss, was noch passiert in dem Sinn. Und dort ist man schon, da müssen wir einmal tief abschlucken. Quasi zum Wissen, wo jetzt. Also es ist gleich, weißt du, es ist permanent an die Lume. Ja. Dass mal etwas passiert, ist sehr unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, wir sind. Es kann immer passieren, erstens, ja. Aber es ist auch sehr unwahrscheinlich. Ja, ich hoffe einfach, es kommt nicht dazu, logischerweise. Aber würdest du auch nicht überlegen machen? Ja, ich müsste, ja. Das Leben geben für einen anderen Mensch, schon noch krass. Und dann noch einer wie der Papst, der konstant in der Kritik steht. Wegen der problematischen Rolle der römisch-katholischen Kirche ist das aber nicht verwunderlich. Die ganzen Missbrauchsfälle, die ganzen konservativen Ansichten, die Institution hat, zum Beispiel zum Thema Frauen, Verhütung oder Homosexualität, schwierig. Ich habe irgendwann mal gelesen, wenn man da Gardist ist, das macht man nur, wenn man wirklich überzeugt ist von dieser ganzen Sache. Also, wieso machst denn du das eigentlich? Überzeugt bin ich schon davon. Es ist, die Kirche und der Glaube sind mir sehr wichtig. Und ich glaube auch an die Institution. Schlussendlich werden schon wie in jeder Dings, jedem Verein, jeder Firma, jedem, überall wo Leute herum sind, passieren Fehler. Also werden auch hier Fehler passiert oder sind immer noch Probleme am Entstehen. Wir sind das alles am Aufklären, logischerweise. Aber es ist eine Faszination, nicht Faszination vom Papst. Es ist einfach, es ist etwas, wo man mit Stolz erfüllt, wo man mit Stolz macht. Er findet, man müsse seine Funktion als Gardist trennen von der Politik, von der Kirche. Ein Thema, das ich vertiefen will. Aber der Mioville muss weiter und mich hat es freundlich aber bestimmt von der Kaserne ausgeladen. Wir treffen uns gegen Abend nochmal, wenn beide ihre Schicht fertig haben. Obwohl, sie haben heute Bicke, zu weit vom Vatikan dürfen sie nicht. Falls ein Notfall passiert, müssen sie zackig wieder vor Ort sein. In der Schweiz sind immer weniger Menschen Teil der katholischen Kirche. Ich frage mich, wie gehen sie damit um, mit dem verstaubten Image und der grossen Kritik daheim? Ich meine, ihr werdet ja auch noch Kollegen daheim haben, die nichts mit der Schweizer Garde am Hut haben. Wo dann sagen, ja, hey, aber wie könnt ihr das machen? Weil der Glaube ist ja nicht, überhaupt grundsätzlich nicht mehr so ein Ding, oder? In der Schweiz leider viele fragen dich gerne. Es stimmt schon, sie hören das. Die meisten, muss ich sagen, kommentieren das gar nicht. Also du kannst gerne zum Teil wissen, ob sie gut oder negativ über das denken. Die meisten von meinen Kollegen sind nicht überhaupt nicht katholische Personen. Und sie sind aber Leute, die sind sehr stolz, was ich mache.
Und es sind Leute, die, auch wenn sie nicht katholisch sind, sie sind stolz, es sind Leute, die hier schützen eine Person, die ist der Chef von 1,3 Milliarden Personen. Ich würde nicht sagen, jeder muss für sich selber denken und schauen, aber ich muss nicht einen Job wählen, der für meine Kollegen stimmt oder umgekehrt. Gewisse Leute, die das jetzt schauen, denken sich, die verteidigen jetzt den Papst einfach so. Also weißt, obwohl eben nicht immer alles richtig läuft. Nein, aber das haben wir ja nicht gesagt, dass ja nie gesagt, dass alles 100%, dass alle Zahnrädchen, dass alles 100% in sich hineinläuft. Das nicht. Es sind Sachen, die passieren, sind sehr schade. Aber es muss jetzt mit der Justiz, also vom Vatikan und vom der Land, wo es passiert, alles die Lage sehen und was ist passiert ganz genau. Und die müssen sie beschieden, was passiert danach. Und wir müssen lernen über das. Nicht sagen, du ist passiert, bla bla bla. In der Garten jetzt für uns ist wichtig, dass eben. Für euch wäre es jetzt nicht ein Grund, um den Job aufzugeben. Genau, dass wir nicht wechseln, meinen Job. Was passiert? Nein, das da. Wird. Wie wenn jetzt ein Raser oder ein Lastwagenfahrer alkoholisiert ein Kind überfährt auf dem Zebrastreifen und dann am nächsten Tag ich das Billett abgebe. Ist auch nicht so realistisch halt, weil ich kann mich nicht und ich würde mich nicht mit dem identifizieren, das, was der andere gemacht hat. Ich weiß, was ich gut mache. Ich weiß, was der Grundgedanke, der richtige Grundgedanke ist. Wenn das einzelne Individuum, was der Kirche angehört, sich falsch verhält, dann hoffe ich, dass der Vatikan, dann hoffe ich, dass jedes andere Land dem richtig hinterhergeht und dass man das richtig aufdeckt und das alles. Sie betonen beide, dass sie tagtäglich sehen, was die Kirche auch für einen positiven Einfluss hat, zum Beispiel im Zusammenhang mit Obdachlosen. Dennoch, das Thema Religion und Kirche ist auch laut Schweizer Garde ein Grund, wieso es schwierig ist mit der Rekrutierung von Personal. Ich kann das verstehen. Mit dem Leben etwas verteidigen kann man auch nur, wenn man hinter der Kirche stehen kann. Und ich kann sicher nicht. Es sei eben auch so, dass Gardisten, wenn sie zurück in die Schweiz gehen, zum Beispiel, sich immer wieder rechtfertigen für den Dienst, den sie hier machen, weil die katholische Kirche halt sehr in der Kritik steht bei uns in der Schweiz. Und ich stelle mir das noch schwierig vor, weil ganz sicher wird es so sein, dass gewisse Werte von der Kirche und gewisse persönliche Werte nicht ganz übereinstimmen. Und ich habe jetzt mit ein paar Gardisten darüber geredet und mich denke, das beschäftigt sie schon. Der nächste Tag. Ich bin wieder unterwegs mit Mediensprecher Elia. Er zeigt mir einen von diesen Orten, wo man als Tourist nur schwer ankommt. Die Vatikanische Gärte war ein bisschen unsere, sagen wir, Privatplätze, wo wir können ein bisschen joggen. Vielleicht auch einen Spaziergang. Hier ist es sehr schön am Abend, wirklich im Sommer. Wenn es zu heiß ist, am Abend kannst du hier kommen, kannst Spaziergang, vielleicht sitzen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen denken anderes. Das Thema Rekrutierung beschäftigt die Schweizer Garde sehr. Rund 70% von allen Gardisten gehen relativ schnell nach dem 26-monatigen Pflichtteil wieder heim. Es braucht also viel Nachwuchs. Der Sollbestand von 135 Mann ist momentan nicht ganz erfüllt. Genug neue Leute finden, die alle Kriterien erfüllen, schwierig. Ein Soldat muss katholisch sein, Schweizer sein, Militär gemacht haben und natürlich ein Mann muss er sein. Weißt du, wenn es ums Thema Rekrutierung geht, wie lange geht es noch, bis Frauen in den Schweizer Garten eintreten? Das ist eine gute, Frage, die kommt jeden Tag. Jeden Tag für mich. Momentan ist es kein Thema, weil wir haben nicht diese zwei Kriterien, die sind sehr wichtig. Für die erstens ist die Entscheidung von der Papst. Wir gehören von der Papst und der Papst muss entscheiden. Ja. Und der zweite Kriterium ist Logistik. Also wenn du gehst im Militär, im Schweizer Militär, die Frauen haben sie der Kaserne und die Männer haben diese Kaserne. Ja. Momentan, ich sehe die Realität von unserer Kaserne, ist momentan nicht möglich.
Aber wenn einmal vielleicht diese ersten Kriterien ist abgelehnt mit den Kasernen, das muss die zweite Entscheidung des Papst. Und das gehört wir, unser Reglement, unsere Kriterien sind entscheidend bei der Papst. So, das kommt darauf an, wenn der Papst entscheidet. Die Leibwächter vom Papst sind nicht nur vom Vatikan finanziert, sondern auch mit Geldern, die direkt aus der Schweiz kommen. 700'000 Franken spendet der Schweizer Stiftung jedes Jahr. Das Geld wird laut Stiftung z.B. gebraucht für Aus- und Weiterbildungen oder auch für Ausrüstung und Infrastruktur. Der Schutz vom Papst ist ein 24-Stunden-Betrieb. Der Job ist also mehr als ein 9-to-5-Job mit Dienst in der Nacht oder am Wochenende. Und arbeiten heisst sehr oft umstehen, ganz still. Vom vatikanischen Arbeitsrecht ist die Schweizer Garde ausgeklammert. Die ganzen Einsatzpläne tut der Tobias. Einige Gardisten sind nicht nur Soldaten, sondern auch Disponenten, HR, Marketing und. Er macht jetzt Feierabend. Ohne den Mediensprecher Elia darf ich zu ihm heim. Per domani va bene, per i soffitoni. Schon 7 Jahre ist er in der Garde. Dass er so lange bleibt, war weniger ein Plan, sondern hat sich eher ergeben. Sein Leben als Gardist hat sich kürzlich recht verändert. Er hat geheiratet. Auch wenn und ob man heiraten kann als Gardist, ist reglementiert in der Schweizer Garde. Man muss mindestens 25 Jahre alt sein, schon 5 Jahre gedient haben und verpflichtet sich, um ein Zeitchen bei der Garde zu bleiben. Als wir uns entschieden haben zu heiraten, haben wir uns natürlich auch gefragt, wenn wir da sind, wir bereit, mindestens 3 Jahre da zu bleiben. Weil das verpflichtend ist für die Schweizer Garde. Ja. Ist, genau. Und dementsprechend haben wir nachher gesagt, ja, wir wollen das. Wir können uns das vorstellen. Und alles, was darüber ausgeht, dann wir schauen. Da durch. Weil er seine Frau geheiratet hat, kriegen sie eine eigene Wohnung gestellt. Außerhalb der Kaserne. Und das hat einen bestimmten Grund. Wir sind immer noch in der katholischen Kirche. Ja. Und dort ist auch die Bedingung, dass Mann und Frau zusammenleben. Ah, okay. Und das hat noch eine religiöse... Genau, das hat eine religiöse Relevanz. Das ist noch ein bisschen altbacken. Wobei, ich muss sagen, du schätzt es nachher auch mehr. Ja. Du schätzt es wirklich mehr. Vorher haben wir uns um die Kaserne noch getroffen, wenn ich Rufbereitschaft hatte. Dann haben wir uns um die Kaserne noch getroffen und haben dort etwas gemacht. Und das ist halt auch irgendwann, bist du auch froh, wenn du es nicht mehr hast. Die ganze Regel um zu heiraten, das erstaunt mich schon ein bisschen. Aber für den Tobias stimmt das so. Und für seine Frau, Inga, auch. Du hast deinen Schlüssel stecken lassen. Hallo! Na du? Na. Wie geht's dir? Ganz gut. Super. War dein Tag gut? Danke, ja. Ich habe noch Livio mitgebracht. Ganz ein anderer Vibe, als in der Kaserne herrscht in der Wohnung. Zusammen wohnen, das klappt gut. Auch wenn sie das ja erst nach der Hochzeit und dem Zusammenzug wirklich herausgefunden haben. Das Leben eines Gardisten ist ja schon geprägt auch von vielen Regeln. Mhm. Weißt du, wo hast denn du das gespürt? Ich muss sagen, gar nicht an so ganz vielen Stellen. Also das war nie, dass mich das richtig gestört hat, muss ich ehrlich sagen. Was du natürlich merkst, ist, dass es bestimmte Regeln gibt. Es gibt Ausgangszeiten und bis dann und dann müssen die wieder in der Kaserne sein. Natürlich ist das manchmal lästig, wenn Tobias wieder zurück muss in die Kaserne. Ja klar, wenn du dir wünschst, er soll auch mal da bleiben. Aber so ist es eben halt auch mal. Ich meine, dafür gibt es ja auch Ferien, um unterwegs zu sein. Das ist auch etwas sehr Schönes. Ich meine, das ist eine Regel, die für alle gilt. Es ist ja nicht nur für eine Person so. Relativ schnell, nachdem sie sich dort zu Rom kennengelernt haben, haben sie auch geheiratet. Und jetzt geniessen sie, wie sie sagen, la dolce vita in Italien. So, bist du bereit? Hey, hör mal. Hast du schon unsere Party-Ecke gesehen? Ja. Guck mal, unser Papstsegen zur Hochzeit. Ja. Wow! Sehen Sie gut, oder? Very colorful! So, ciao, buona serata! Auch wenn er rot ist. Kriminell. Nicht kriminell. Wenn keine Autos kommen, laufst du in der Schweiz auch. Also. Das brauchst du in der Schweiz und in Deutschland nicht nachmachen, bitte. Gardist sein ist kein Job wie jeden anderen, vor allem langfristig. Es fordert Disziplin, Glaube und auch die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Aber im Moment wie hier scheint es fast vergessen zu gehen. Im Schatten oder hier in der Sonne? All'ombra. Perfetto, grazie mille.
Und jetzt ist einfach ganz viel Genießen auch einfach dran. Ne? Also nach den Hochzeitsplanungen und nach der Hochzeit, die wir schon sehr genossen haben, aber jetzt wirklich auch noch mal so rum so richtig zu genießen, zusammen mit der Wohnung. Das hatten wir ja vorhin schon. Und hier richtig, richtig zu leben. So richtig mit allem. Ich bin mit 25 in die Garde gekommen. Ich war der Älteste von meiner Rekrutenschule. Ich habe gesagt, 2 Jahre kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch noch das 3. Jahr vorstellen. Ich bin im 3. Jahr befördert worden zum Vizekorporal. Nachher war Corona. Dann habe ich gefunden, also, es zieht mich eigentlich noch nicht gerade heim. Ich möchte gerne die Stadt noch ein bisschen mehr entdecken. Dann haben wir uns kennengelernt. Dann hast du gesagt, du willst gerne auf Rom kommen. Und so sind jetzt mittlerweile 7,5 Jahre zusammengekommen. Und die Zeit geht wirklich, wirklich schnell. Wieso kommen junge Schweizer Gardisten hierher und bleiben hier, trotz allem? Mein Eindruck, viele sind hierher gekommen auf der Suche nach einem Abenteuer. Und ich denke, auch der Glaube spielt eine wichtige Rolle, wenn man dann einmal hier in Rom ist. Längerfristig bleiben dann aber nur die, die mit all diesen Regeln und Einschränkungen leben können. Und das scheint nicht immer einfach. Also, das war jetzt wirklich ein interessanter und sympathischer Einblick gewesen, mit vielen spannenden Diskussionen. Man muss ja schon immer im Hinterkopf behalten, das ist natürlich die sympathische Art, auch eine aktive Kommunikationsstrategie von der Schweizer Garde, um für sich selber Werbung zu machen. Weil das Problem mit dem Personalmangel, das besteht weiterhin und ist natürlich ja, in einer Gesellschaft voller Individualisten, ist es auch nicht einfach, um Leute zu finden, die Bock haben, um mit diesen strengen Regeln zu leben, hier im Vatikan. Was sagst du zu der Schweizer Garde? Hast du noch Fragen? Schreib mir deine Gedanken in den Kommentaren. Ich freue mich schon, um von dir zu lesen. Und in der Q&A besprechen wir dann noch ein paar von diesen Kommentaren. Ja, das war es von dem Rack hier aus dem Vatikan. Ganz viel mehr Reportagen findest du auf Play SRF. Und bevor alle fragen, nein, ich habe den Papst nicht getroffen während der Dreharbeiten. Er war in der Ferien diese Woche. Wäre das auch noch geklärt. Also, jetzt gibt es noch ein Apéro.